Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, irgendwie geht das mit dem Geld den Bach runter. Wir müssen noch 9 Wochen. Oh, wir müssen noch 9 Wochen durchhalten. Vielleicht kann ich zwischendurch die Steuern wieder hochstellen. Geht das? Lass kurz einmal so spielen. Einen Tag zumindest. In Cities. Und dann stellen wir es nochmal runter. Oh nein. Es war alles umsonst. Okay. Wie viele Prozent konnte man machen, ohne dass die sich beschweren? Ist 13 oder 12? Irgendeins von beiden auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. So viel kann ich sagen. Und jetzt geht's ja wieder voran. Wir bekommen wieder mehr Einnahmen als Ausgaben. Hoffentlich. Ja, jetzt ja. Wunderbar, es geht wieder voran. Alles wieder gut. Hoffentlich beschweren die sich nicht so viel. Ja, hier sind jetzt die Toten. Hier fehlen ein paar Bäume. Ah, das ist ja noch ein schickes Gebiet geworden hier. Und das liegt auch an dem Hundepark, so viel kann ich schon mal sagen. Weil der macht ja, dass hier das Leben boomt. Hier ist alles schön verbrannt. Das war hier drüben. Das kann man jetzt wieder aufbauen oder was? Oder warum ist das Zeichen da? Abgebrannt. Ach, das wird alles untersucht. Von den Leuten. Ah, hier im Auto tatsächlich. Vom Katastrophenschutz. Warum's? Ach, die suchen nach Überlebenden, okay. Ja, das ist scheinbar ein großer Brand gewesen, der hier war. Krasse Geschichte. Ich hasse diese Brände. Die tauchen immer hier im Industriegebiet auf. Vielleicht sollten wir nochmal so einen Feuerturm hier hinstellen, der das alles überblickt. Bisschen besser überblickt zumindest. Vielleicht sollen wir den auch einfach hier drüben hinstellen. Komm. Hier so. Der überblickt da sogar noch ein bisschen mehr. Dann sehen die vielleicht früher Feuer hier. Da ist ein Feuer ausgebrochen. Und es ist so random, dass so ein Feuer da ausbricht. Und noch mehr random ist, dass die Feuerwehr da nicht durchkommen, weil das hier Landwirtschaftswege sind. Hoffen wir, dass das Feuer nicht überspringt. Speckerei. Brett auch. Ah, die Feuerwehr ist da. Jetzt schnell rein. Laufen die jetzt auch hier hin? Okay. Die Speckerei brennt. Schnell weiterfahren. Schnell löschen. Lösch das doch. Die stehen hier lieber im Stau. Weil das Heizingbus in der Stau steht. Die stehen alle im Stau. Dass die Feuerwehr echt nicht erst durchfahren darf, ne? Tja. Das Ding ist abgebrannt. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Ja, und jetzt brennen hier hinten natürlich die Bäume. Und dann brennt auch gleich das Gebäude hier drüben. Das wahre Müsli. Wird auch gleich brennen. Ja, jetzt brennt auch das wahre Müsli.
Und es brennt direkt lichterloh. Ah, und das Nebending brennt natürlich auch. Das ist, weil die Traktoren hier durchfahren. Das ist natürlich auch meine Schuld. Die kommen dann zum Löschen, aber das ist ja alles. Das bringt ja alles nichts. Das hier bringt was. Das ist ja eh schon abgebrannt. Oh, scheint wieder zu funktionieren. Scheint wieder langsam der Ruß zu verschwinden. Das dauert immer seine Zeit, ne? Aber so langsam. So langsam sieht das wieder aus. Und hier wird jetzt auch wieder. Ich meine, die Koteletts dadurch direkt gebraten. Schwein isst. Das Feuer wurde bekämpft, aber es hat sehr lange gebrannt. Und es hat alles hier bei dieser Plantage angefangen. Und so wird das hier drüben auch gewesen sein, denke ich mal. Traurig, dass es so sein muss. So, hier sterben ein paar. Hier drüben wollte ich weitermachen. Ich wollte den Park hier machen. Das war so mein Anliegen. Kleiner Park, Haupttor, genau. Und dann geht er eigentlich hier so durch. Also so. So wirklich großartig soll hier nicht wirklich viel werden. Das ist ein Parknebentor, das kommt dann hier drüben hin. Ja, das geht auch. Das ist doch für den Park gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt noch einen Zaun drum machen könnte, dann wäre ich super glücklich. Wird aber, denke ich, nicht sonderlich gut gehen, auf jeden Fall. Oder? Glaube nicht wegen des Krankenhauses. Nein, das möchte ich nicht löschen. Dann lassen wir da einfach mal einen Zacken frei. Ach, schade ist. Das wäre schön gewesen, warte mal. Dann lass uns hier das nochmal bis da vorne bauen. Bis zur Straße, das scheint ja zu funktionieren. Bis dahin. Ah! So geht's auf jeden Fall. Hier drüben. Zum Glück alles gerade gemacht. Machen wir so. Ja, dann machen wir hier halt den Weg. So. Und schon hat der Park einen Anfang und ein Ende. Ha. Mann, 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 Mann. Was bauen wir denn in so einem kleinen Park hier? Also so ein Schachbrett muss auf jeden Fall sein in so einem Park zumindest. Hier kann auch eine Toilette hin. Eine Parktoilette. Parkinfostand ist, glaube ich, nicht so wichtig. Eher so ein Pavillon. Und hier drüben auch so ein Pavillon. Das ist ja alles für unsere kranken Gäste. Vielleicht einen Spielplatz noch, wenn er klein genug ist. Passt da noch hin. Und auf der anderen Seite kommt jetzt so ein Parkcafé noch. Hier drüben wäre schön. Das passt da leider nicht hin. Dann hier. Und schon geht das eigentlich. Vom Parkgeschehen her. Dann lass uns noch ein paar Bäume reinmachen. Gerne die hohen. Pinselgröße muss nicht so groß sein.
So. Dann ein paar von den Bäumen. Natürlich auch ein paar von denen hier. Sodass wir hier ein bisschen parkmäßig was machen. Die ganz kleinen, die zählen ja schon fast als Büsche. Kommen auch nochmal hier hin. Da kann ich mir tatsächlich die Pinselstärke ein bisschen mehr vorstellen. Ah, da sind jetzt ein paar gekommen. Hier fehlen mir halt irgendwelche Bäume noch. Mach mal einzeln, dann kann ich hier ein paar platzieren. Da, wo ich noch finde, dass wir ein paar Bäume brauchen. Hier zum Beispiel so. Da, wo es halt leer aussieht. Habe ich hier... Oh, guck mal, wie viel ich noch habe. Die ich noch nicht benutzt habe. So ist doch wunderbar. Dann bauen wir hier noch einen kleinen Baum hin. Sodass man die hässlichen Ecken nicht sieht. Hier drüben auch. Und schon ist das Ganze ja schon fast gegessen. So. Das doch schon mal. Wer sagt's denn? Patienten gibt's hier leider noch keine. Dafür sind die Hubschrauber hier im Weg. Um Patienten abzuholen und sie zu Krankenhäusern zu bringen. Fahren die dann von hier zum Krankenhaus? Wahrscheinlich, ne? Da steht auf jeden Fall das Clowns-Auto. Wäre ja vielleicht ganz smart, wenn die von da bis zum Krankenhaus fahren. Und hier ist dann der kleine Park. Der kostet auch nichts. Das ist ja so ein Krankenhauspark, der ist gratis. Brauchst ja nichts für bezahlen. Die parken natürlich jetzt hier beim Krankenhaus, ne? So, der Heli ist jetzt im Einsatz. Kann ich den auswählen? Tatsächlich. Komm. Jetzt möchte ich sehen, was der macht. Notruf bei Bachresistenz. Residenz heißt es. Da fliegt er jetzt erstmal hin, oder was? Der fliegt ja lange. Fliegt er auf so ein Dach? Das wäre cool. Er hält an. Wunderbar. Da machen wir nur noch auf langsam. Hier fliegt der Hubschrauber runter. Steht. Die Leute kommen raus. Ist das die Bachresidenz? Ja, wahrscheinlich. Gehen hier ins Haus. Transportiert Patienten nach Arztpraxis. Oh, da wird er rausgeholt. Da kommt er auf der Liege. Seht ihr das? Wird zum Hubschrauber gebracht. Und los geht's schon wieder. Es wäre cool, wenn er die bis ins Krankenhaus bringen würde und nicht nur bis zur nächsten Arztpraxis. Halt! Wieder halt! So, jetzt mal auf 2 gemacht, dann geht er schneller. Wo ist denn die nächste Arztpraxis? Wo du den hinfliegst. Kannst ja bis zum Krankenhaus fliegen, das wäre auch cool. Krankenhaus ist ja hier hinten. Hier.
Wäre es ja gar nicht so doof, wenn du darüber fliegen würdest. Fliegt aber hier zur Arztpraxis, die vorher auf seinem Weg liegt. Und liefert den Patienten dort ab. Okay, schade. Erstelle einen Fluchtplan. Ich gehe zum Depot zurück. Schade. So, hier ist ein kleines Steuerproblem. Warum eigentlich? Finden die das überall so? Ne, die hier hinten finden das okay. Habt ihr so schlechte Bodenrichtwerte oder was? Kann ich mir das denn anzeigen lassen hier? Ist das hier Bodenrichtwerte, genau? Die sind doch eigentlich gut. Die sind sogar besser als die hier hinten. Und trotzdem ist alles verlassen. Lass uns mal das hier angucken. Besteuerung. Na komm. Gibt's hier Steuerentlastung für die hier. Aber nicht für alle generell, sondern nur für die hier. Vielleicht bauen dann wieder mehr Leute ihre Häuser hier. Geht das ins Geld? Und wenn ja, wie doll? Und sind die anderen dann nicht traurig oder böse, weil die keine Steuererleichterung kriegen? Das geht schon gut ins Geld tatsächlich. Das ist immer ein krasses Verkehrschaos hier bei City Skylines. Ist das hier so eine schicke Straße oder? Ja, scheinbar. Bauen wir doch einfach mal so. Wenn die hier noch weitergeführt wird, in die Richtung. Dann kann die ja hier gut hier rankommen. Dann gibt es jetzt auch zwei Richtungen, wie sie da reinfahren können ins Gebiet. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Oder? Nö. Ah, hier ist der Müll. Der Müll wird abgeholt. Ist das hier die Arztpraxis? Die kann ja dann umgesiedelt werden. Die muss ja dann hier nicht sein, weil da das Krankenhaus ist. Können wir hier hinten gut gebrauchen. Das hilft dann vielleicht. Oh mein Gott. Hier drüben so ein paar Müllabfuhr-LKWs noch hin. Müllverbrennungsanlagen. Dann läuft das Ding, oder? Kommt überschüssiges Wasser raus. Und der Fluss läuft mittlerweile wieder, ne? Obwohl ich den mal fast kaputt gemacht habe. Trotzdem läuft der Fluss, das ist alles gut. Fahren jetzt auch Leute hier lang? Ja, wunderbar. Kann man sich doch mal geben, so ein bisschen. So ein bisschen fahren hier. Wenn das hier schon nicht funktioniert, ne? Hier staut sich das, hier staut sich das, hier drüben staut sich das ganz doll. Drogerie. Bin versucht, hier die Läden wegzumachen, ne? Also so hier zumindest zu machen. In der ersten Reihe alles wegzumachen. Dann
sind hier auf jeden Fall keine mehr auf der Seite. Das hilft vielleicht. Die Linien hier machen das auch, dass das voll ist. Das ist alles schwierig. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das Gebiet hier so ein bisschen besser gemacht haben. Wie sieht es denn hier aus? Hier wollen nicht mehr Leute bauen? Was ist denn da los? Thundath! Dann lass die lieber hier ihre Dinger bauen. Ihre Bürogebäude. Das vielleicht interessanter für die. Hier in der Hauptstraße will ich am liebsten keine Läden hinmachen. Bauen wir lieber hier noch ein paar Läden hin. Die Möglichkeit auf Läden. So muss das ja eher heißen. Wie viele lassen sich mittlerweile einfrieren? Verarbeitete Verstorbene. Die kommen hier hin. Dann können die wiederbelebt werden. Das ist so ein Zombie-Frankenstein-Ding. Und hier werden die besonders schweren Fälle geheilt. Wie geht's unserem Park? Läuft, ne? So ein paar Leute kommen noch hier hin. Feuerwehr und alles ist ja hier. Alles gut dabei. Feuerwehr hier drüben eher nicht so. Lass uns doch mehr Geld für die Feuerwehr ausgeben. Na komm, wir machen 130%. Dann reicht's aber auch. Busdepot. Wie viele Löschhubschrauber gibt es mittlerweile? 4. Die müssen halt so weit fliegen, ne? Dass die nicht hier hinfliegen, sondern nur zum Fluss. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht deswegen hier noch einen Löschhubschrauber hinstellen? Dann können die direkt losfliegen, ne? Das wäre gar nicht so blöd. Und das hier so machen. War auch gar nicht so blöd. Dann können die Müllabfuhr da langfahren und dann kann die da direkt. Ein Wohnmobil. Da ein großes Wohnmobil. Und die Leute können direkt zur Arbeit laufen hier unten. Wunderbar, wunderbar. Das Ganze sieht jetzt mittlerweile besser aus. Hier unten sind noch sehr viele Häuser, die nicht belegt sind. Ich hoffe, das bessert sich noch in Zukunft. Wie sieht es mittlerweile aus? Hier hat es nochmal gebrannt. Hier hinten fehlt Müll. Hier hinten muss auch noch Müll geholt werden. So ein Müllding kann man hier hinten eigentlich auch nochmal hinstellen. So. Können die hier rausfahren? Das kümmert doch keinen, weil das hier hinten ist. Außer die Müllabfuhr, die kümmert das. Wunderbar, wunderbar. Wir haben das Viertel hier drüben so ein bisschen besser gemacht.
dann fehlt hier eigentlich nur noch so ein freundlicher Stadtpark. Das sind die, die ich mir selber baue jetzt. Quelle von Leben und Tod. Das passt auch noch gut hier hinten hin. Vielleicht mehr so. Und dann, warte mal. Dann machen wir hier noch so einen kleinen Weg. Zwischendurch ruckelt das mal. Kann ich das upgraden? Geht leider nicht. Muss ich das einmal wegmachen? Dann benutze ich den hier lieber. Der sieht nämlich genauso aus. So. So sieht das doch gut aus, oder? Dann können die Leute da direkt in diesen Quelle von Leben und Tod gehen. Und bis zum Krankenhaus kommen. Das ist doch gut. Das ist doch wunderbar. Ach ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut erstmal rein.